Okay, ich muss hier überprüfen, ob die Technik mitmacht. Also, ich werde wohl in Zukunft auch so Fragen einzeln so in diesem Format beantworten, weil das Geschreibe sonst mir zu viel ist und eben, ja, es wäre zu viel. Und es ist mir zu wichtig, deswegen auch. Also ich nehm jetzt mal, Buddha Forever hat geschrieben vor 16 Stunden, das ist noch nicht so lange her. Mir fällt auf, wenn ich zu viel meditiere, werde ich grantig im Alltag gereizter. Ich bin eh schon sehr ruhig im Kopf. Mit Meditation wird es mir zu viel Ruhe. Trotz dass ich an sich Meditation mag, tut es mir nicht gut. Ohne bin ich wesentlich gelassener. Der mittlere Weg ist wahrscheinlich am besten. Okay? Ich gehe diese Sätze einzeln durch. Ne? Also grundsätzlich ist es so, dass das, wovon ich erzähle, auf jeden Fall diese drei Richtungen, die sowohl im Yoga-Weg zu Hause sind, als auch im Buddhismus. Das ist einmal Metta, Vipassana und Samatha. Freundlich, aufmerksam und gelassen. Und die müssen mehr oder weniger als Richtung in jeder Sitzung vorkommen. Ja, das ist schwankt. Also wir präferieren keine absolute Ruhe im Kopf. Wenn das von selber stattfindet, ist das nett. Ich habe dummerweise noch zusätzlich so ein bisschen naturalistisch-daoistischen Einschlag. Das heißt, ich lasse den Geist wirklich zur Ruhe kommen. Aber egal, jetzt erstmal, mir fällt auf, wenn ich, also jetzt wieder Buddha Forever, der User, ne? Mir fällt auf, wenn ich zu viel meditiere, werde ich grantig im Alltag gereizter. Also ich kann nur empfehlen, sprich mit deiner Meisterin oder deinem Meister oder bei wem du Meditation lernst. Das klingt für mich falsch. Ja? Also Meditation sollte dazu führen, eigentlich, dass man Lust auf mehr kriegt. Das ist nur so eine grundsätzliche Geschichte. Und Meditation ist nicht immer nur ruhig. Ne? Wie ich gesagt habe, die drei Richtungen. Im Gegenteil, also bei dem, was ich bis jetzt bei Leuten festgestellt habe, die sehr ruhig sind, das ist meistens so ein, also das ist eine Vorform von Selbsterkenntnis, dann, dass man überhaupt erstmal auch den Pfropfen rauslässt. Ja? Also Unruhe in sich erstmal zulässt und solche Sachen. Deswegen, und das ist ein Weg, den man wirklich mit einem Meister oder einer Meisterin beschreiten muss dann. Möglicherweise sogar, also na, das kommt drauf an, du sagst ja, es geht dir schon recht gut. Also ein Therapeut wird da nicht unbedingt notwendig sein, weil hier auf diese Ferne beurteilt. Aber das mit dem im Alltag gereizter in Bezug als Ergebnis deiner Meditationspraxis, das klingt für mich total falsch. Na, da stimmt was nicht. Ja, es sei denn, eben das klingt nach, man zwingt sich zu irgendwas. Ja? Ich bin schon sehr ruhig im Kopf, mit Meditation wird es mir zu viel Ruhe. Also das ist schwer zu trennen, weil jetzt die Bedeutung von dem, was du geschrieben hast, weil Ruhe, die von selber zustande kommt, davon gibt es nicht zu viel. Also es ist keine erdrückende Ruhe oder irgend sowas. Und die Unruhe, die entsteht, weil es zu ruhig ist, ist wieder ein Lernobjekt. Also das deutet auch für mich in irgendwas eine andere Richtung. Trotz
dass ich an sich Meditation mag. Da weiß ich eben nicht, welche Meditation du verfolgst und was. Also höchstwahrscheinlich nicht das, wovon ich rede bis jetzt. Das ist keine Anklage, bitte. Ja? Ich sage das nur, weil mir das am Herzen liegt, dass dir das gut tut. Ja? Ohne bin ich wesentlich gelassener. Also das klingt... Und der mittlere Weg ist wahrscheinlich am besten ja das sowieso. Ne, das ist klar. Zu viel Gemüse essen ist nicht gut. Gar kein Gemüse essen ist auch nicht gut. Deswegen diese Sache mit dem Gemüse. Aber, und du meditierst logischerweise so, wie es dir gut tut. Ne? Also man muss nicht bestimmte Zeiten erreichen oder sowas. Das stimmt. Das ist Quatsch. Ja, wenn dir 20 Minuten gut tun, dann meditierst du 20 Minuten am Tag und dann ist gut. Ne? Es ist nur so, dass sich herausgestellt hat, generell, ne, jeder Mensch ist verschieden, aber generell, dass so eine 30-Minuten-Praxis jeden Tag, am besten morgens und abends, das reicht dann aber. Es ist so eine 30 Minuten morgens, 30 Minuten abends, das ist schon, da kannst du mit alt werden. Ja? Wenn du immer darauf achtest, diese Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit zu pflegen, ein bisschen Selbstreflexion darüber, was dann in dieser Session, in diesen 30 Minuten stattgefunden hat. Du musst das nicht aufschreiben, wenn du da keine Lust zu hast. Das ist eine andere Ebene des Lernens mit dem Schreiben. Aber diese Selbstreflexion darüber, wie diese Meditationen laufen, ist ungeheuer wichtig. Ja? Also lernen. Deswegen, da ist man dann nicht gereizter als vorher. Also jede Meditation, wenn ich gereizt bin, dann kommt diese Gereiztheit zur Ruhe und klärt sich, weil das Wesentliche an diesem Auslöser quasi nur noch zu überbleibt und ich kann später, am nächsten Tag oder wann auch immer, gelassen damit umgehen. Also das zum Beispiel, ne, die Ruhe, Samatha, geht eher in Richtung Gelassenheit. Ja? Und das Gesamtrichtung von aufmerksam, freundlich und gelassen geht in so eine Art grundsätzliche Zufriedenheit. Ja, ein Zuhause sein in sich. Ja, da gibt es nicht zu viel Ruhe. Deswegen rede mit deinem Meister, guck dir ruhig den, jetzt vor 3 Tagen, jetzt seit gestern veröffentlichten, was ist das vom 24.02., glaube ich, 2024 haben wir jetzt, die endlose Einführung an, vielleicht klärt sich da ein bisschen. Ansonsten schreib gerne. Also ich mag gerne auf sowas antworten, aber ich möchte dich nicht von deinem Wege abbringen. Also, aber es klingt so, als ob du darüber mit deiner Meisterin oder deinem Meister mal reden solltest, weil zu Gereiztheit sollte Meditation nicht führen, ne? Egal wie viel. Wie gesagt, man muss nicht jetzt 10 Stunden am Tag rumsitzen, das ist Quatsch. Ne? Wenn dir das gut tut, schon, ne? Aber dann wirst du ja gereizt, das wollen wir ja nicht. Also, wenn man auf 30 Minuten morgens und 30 Minuten abends kommt, also sich den Tag überhaupt so einrichten, dass man die Freiheit hat, so viel zu sitzen, dann ist das erstmal schon gut. Weniger als eine einzige Session, 30 Minuten, da wird es schwierig, ne? Weil da eben nicht diese Fehlentwicklungen zutage kommen, nicht die Hindernisse, an denen man dann lernt. Also das kann man dann quasi wegquetschen. Oder so, ne? Wenn unter 30 Minuten. 30 Minuten ist dann schon zu lang. Da kommt schon das raus, was wirklich da ist. Wow. Also nochmal zusammengefasst. Es ist für mich das erste Mal, dass ich auf diese Art auf so eine Frage antworte, vor der Kamera. Werde das in Zukunft häufiger sicherlich machen. Auf dich bezogen, da stimmt was nicht. Rede mit deinem Meister oder deiner Meisterin und natürlich, der Gradmesser ist, es sollte dir gut tun. Es gibt Meditationen auch hier auf dem Weg, den ich hier präferiere, den alle
eigentlich buddhistischen Meister seit 2500 Jahren vermitteln. Ne? Gier, Hass, Verblendung, Gegenmaßnahme ist freundlich, aufmerksam und gelassen und so. Also das ist nichts, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ne? Deswegen bin ich auch nicht der, mache ich, kann ich nicht die Sinn-EW-Methode daraus machen oder sowas. Ne? Sondern es ist eigentlich das. Wenn du genau guckst, müsstest du das alles genauso oder in fast der gleichen Form bei jedem Zen-Meister und Meisterin finden, bei jedem Theravada-Mönch und Meister, der dir das beibringt. Das sollte deckungsgleich sein. So viel dazu. Und mir liegt das am Herzen. Ne? Sonst hätte ich das jetzt nicht gemacht. Und jetzt sitze ich einfach nur rum, meine 45 Minuten. Und dann schauen wir weiter. Aber vorher trinke ich noch einen Tee.